Ja, so ist es. Ja. No. Ja. Because the night belongs to lovers. Yeah. Oh, Zehnautomat. Oh. Leute, herzlich willkommen mittlerweile schon. Alter, was war denn das eben? Sissi. Franz. Fabian. Was? Leute, wir feiern Jubiläum. Und zwar haben wir mittlerweile schon die 10. Folge von Frag Nico. Ich dachte mir, okay, vielleicht wird es ein bisschen zu oft, aber die letzte war im Dezember. Deswegen glaube ich, darf man es wagen, eine neue Folge rauszuhauen. Außerdem habt ihr mir schon wieder Löcher im Bauch gefragt. Deswegen machen wir jetzt eine Folge. Genau. Wir haben wieder YouTube-Fragen. Die wird mein lieber Kollege Dustin, den ihr auch schon aus einem anderen Video kennt. Ja, jetzt hat er mal einen neuen Auftritt hier. Muss auch mal sein. Aha. Aha. Mach's ordentlich, ich bezahle dich nicht umsonst. Ja. Und am Ende werden wir da Fragen von Instagram nehmen. Ich habe ungefähr vor 40 Minuten, so, also ziemlich knapp kurz davor, nochmal im Insta gesagt, von wegen, Leute, ihr könnt mich jetzt hier bei Instagram Fragen stellen. Ja, Ende der Geschichte. Ja, fangen wir mit YouTube an. YouTube. Hashtag frag Nico. Hm. Warum hast du eine Voice-Akustik-Anlage und nur einen 90-Euro-Mischpult? Wieso hast du eine Mercedes S-Klasse und tankst trotzdem Benzin? Also, nein, der Punkt ist, du hast schon recht, dass man auch ein ordentliches nehmen sollte. Das ist ein Notfallmischpult, ein Testmischpult. Das ist ausschließlich für dumme Kunden. Du hast nur ein Mikrofon oder selber nimmt man das im Urlaub mit. Wir haben trotzdem noch ein ZED-I 10 FX. Das ist gar nicht mal so scheiße. Für so kleines Scheiß, aber sonst ist es einfach Quatsch, einen Pult zu kaufen, weil die kosten so viel Kohle, das lohnt sich einfach nicht. Weil mal brauche ich eine Q16, mal brauche ich eine GLD und mal, wie ihr gesehen habt, mal brauche ich eine D-Live. So, die kostet 40.000 Euro. Nein, no way, ey. Und drei Pulte stelle ich mir auch nicht hin. Deswegen einfach ganz günstig mieten, warum denn eins kaufen? Das ist so. Und warum habe ich eine Voice-Akustik-Anlage? Das ist einfach, weil sie geil ist. Ja. Sie ist einfach geil. Frage beantwortet, glaube ich. Okay, nächste Frage. Ja. Hi Nico, was hast du jetzt eigentlich für eine Voice-Akustik-Anlage? Würde mich mal interessieren. Liebe Grüße, Franz. Sissi. Franz. Habe ich in der letzten Folge sogar schon mal gesagt, aber ist nicht so schlimm. Ich sage es gerne noch mal ganz, ganz kurz schnell. Ich habe zwei Pavio Sub 118, ich habe zwei Modelle 10 und ich habe eine HDS468. Das war's. Das ist mein Eigentum. Ich habe noch Demo-Material, zwei 12-Verbässe, also Pavio 112, viermal A-Stick, zwei Alea 4. Den CXN16 und es kommen bald noch zwei Score 5. Tupi. Ja. Hallo, was hältst du von der The Box TA-Serie? TA-Serie ist halt günstig, schwer und macht Bumm. Aber also das Top finde ich schlecht, aber den Bass kann man sich schon geben. Es war hässlich wie die Nacht. Wirklich total hässlich, das Scheißteil, okay. Und schwer. Aber für kein Geld haben und irgendwo hinstellen und mal ein Bier rüberkippen, macht er, was er soll. Macht Bums. Ja, ist so. Er macht halt Bums, der klingt halt nicht so geil, aber macht halt Krach und dafür ist er schon okay, dafür ist er echt gut. Also für das Geld ist er gut, ja. Um auf den Punkt zu kommen. So, Frage von Event King. Gehst du auf die ProLight in Sound 2018? Nee! Also, achso, 2019 werde ich wahrscheinlich auch gehen, ja, was das meinst? Nee, natürlich nicht. Die war ja schon längst, ja klar, hab doch gesehen, ich war doch da. Alles verlinkt, könnt ihr euch angucken, ist gut geworden. Subscribe. Hi Nico. Erstmal gutes Video. Wollte mal fragen, was du von der Beyer Dynamic DT 770 Pro hältst, da du ja immer auf deine Audiotechniker spürst. So, er geht weg, er ist aus dem Bild raus, kommt wieder. Da, er ist durchgelaufen, sieht jetzt komisch aus und ist wieder neben mir. Hallo. Die M50X sind schon geil und ich schwöre auf die einfach nur, weil sie total günstig sind, weil sie wechselbare Kabel haben, kann der DT 770 nicht. Sie sind faltbar, kann der DT 770 nicht. Und sie sind geschlossener, so ist der DT-70 ebenfalls nicht. Der Beyer ist ein verdammt guter Kopfhörer, kann man, ist wirklich sehr, sehr gut. Klingt wunderbar, für Studio sehr geil und vor allem der Beyer ist dafür gemacht, in den 30 Stunden am Stück zu tragen, dass man nichts merkt, dass er gemütlich ist. Aber wie gesagt, er ist nicht faltbar, kann nicht ein Kabel tauschen, das finde ich einfach nur schade. Und hier kann ich alles machen, wie ich möchte, es ist einfach viel kompakter und viel interessanter für Reisetechniker und für den FOH, sag ich mal. Für Studio Air Bayer, für Live, Musik hören, genießen, bla bla, unterwegs, definitiv der hier. Lohnt sich deiner Meinung nach der Umstieg von QU16 mit AB168 auf das SQ5? Ja, auf jeden. Also, was denn? Ja. Du musst eins beachten, wenn du jetzt die AB168 behalten willst, eigentlich nicht, weil die AB168 kann trotzdem nur 48 kHz und hat nicht, ich glaube, nicht die gleichen Preamps drin wie die SQ, die sind deutlich besser. Auf jeden Fall ist die Wallung deutlich besser, das kann ich jetzt sicher sagen. Deswegen, wenn du umsteigst, was sich auf jeden Fall lohnt,
verkauf die AB16-8 und hol den Expander, dass du wirklich die 26 kHz ausreizen kannst. Sonst bringt dir das gar nichts. Sonst wäre es so, als wenn du die Q nutzen würdest, aber trotzdem die SQ-Oberfläche hast, sage ich mal. Trotzdem ist an sich die SQ sehr attraktiv, weil sie ist verdammt günstig, vereint die Funktionen der Q und der GLD, kann alles, was du willst eigentlich für den Kurs und ist echt ein verdammt gutes Produkt. Also Umstieg lohnt sich. Verkauf die Q lieber jetzt, solange du noch Geld für der kriegst, bevor alle SQ und die neue D-Lab kompakt haben und du mit der Q den Geld wieder verdienst. Deswegen, SQ ist definitiv cool. Ja, okay. Würde ich mir auch holen. Also ich will mir vielleicht die SQ6 holen, aber mal gucken. Du bist ja immens verwöhnt mit L-Acoustics über Dienstleiter und VA. Ja. Wie findest du das gute alte Dynacord Cobra-System, dass man sich ja auch von klein bis groß konfigurieren kann? Hat seinen alten Charme, sage ich mal. So wie bei JP, der Porsche. Es ist akustisch eigentlich für die Tonne, weil das top akustisch nicht funktioniert. Es phased, es bildet Kammfilter und es bildet vor allem Löcher und Verdopplungen. Aber trotzdem, wenn du einfach nur, weiß ich nicht, du willst schnell was bauen, willst einfach nur was hinstecken, beim Hamburger Tossi ist das System immer noch, du willst einfach nur Bass, Top, einfach aufeinander klatschen und gib ihm Vollbrett. Das System immer noch geil. Also ich mag den Charme sehr. Ich finde das System immer noch, ich höre es gerne, ich mag es. Definitiv. Aber natürlich kann das nicht mit heutigen Systemen nicht mithalten, das ist klar, aber ich finde es trotzdem geil. Genau. Dann geht's weiter bei Instagram. No shit, Sherlock. Oh, da kamen jetzt sogar noch ein paar mehr rein. Uli aus Berlin. Ach so. Du hast ein Leerzeichen vergessen, aus so oft wurde soft. Deswegen musste ich kurz ein bisschen lang. Okay, warum bist du nicht mehr bei Edelmatt und warum bist du so oft auf Messen? Ich bin nicht bei Edelmatt nicht mehr, einfach weil ich mich nicht, ich sag das jetzt nicht wegen Edelmatt allgemein, ich will mich einfach nicht versklaven. Fertig. Ich will einfach frei sein, ich möchte arbeiten, wie ich will, mein eigener Chef sein, ich wollte selber Geld machen und wollte nicht von einem anderen abhängig sein. Das ist einfach der Punkt. Hat nichts mit der Firma zu tun, das hat einfach mit meiner Einstellung zu tun. Ich wollte es wagen, wollte selbstständig sein, hat auch wunderbar funktioniert bis jetzt und soll es auch bleiben. Das ist einfach der Grund dafür. Und auch auf Messen bin ich, weil ich tatsächlich von externen Dienstleistern, von externen Firmen hier in Berlin als Techniker eingekauft werde und halt auch ziemlich oft auf Messen bin. Aber ich bin auch im Tempodrom, im Velodrom, mit der Mercedes-Benz Arena, kann man ja alles in der Story sehen. Also ich bin jetzt nicht nur auf Messe, das wäre auch echt blöd, ich hätte jetzt keinen Bock drauf, aber es liegt halt daran, ja, was gerade in Berlin abgeht, die Veranstaltung, wo du halt eingesetzt wirst. Daran liegt es halt einfach nur vor den externen Dienstleistern. Ja. Ja, so ist es. Ja. Genau. Ja. Fabian! Was? Achso. Hi Nico, wie findest du Martin Audio London? Das in London hättest du dir klemmen können. Nein, alles gut. Martin Audio, ich will jetzt nicht so weit ausholen. MLA, verdammt geil, geile Firma, leider verdammt teuer, aber hochwertiges Material, kann man nicht viel meckern. Ist sehr gut. Das ist schön. Leider nur aktiv gefühlt, aber trotzdem sehr gutes Zeug. Warum ist dein Lieblingswerk nicht Licht oder Video? Du meinst bestimmt G-Werk. Sag ich doch. Also ich sag mal so, das ist wirklich so, das ist kein Scheiß. Umgangssprachlich in unserer Branche ist Video ein Arschloch. Es ist so, weil immer irgendwas nicht funktioniert. Dann hast du ein Beamset-Problem, das Glasfaser läuft nicht und dann immer hast du irgendwas, was nervt. Und mich reizt Video nicht. Du hängst einen Beamer da rein, bis dann am Millimeter Arbeit mit dem Pegasus-Rahmen, dieses Bild da genau auf Leinwand zu kriegen. Für mich ist es einfach so total nervige Arbeit, die mich überhaupt nicht reizt. Also LED-Wände sagen wir auch mal das gleiche, immer nur klick, 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 Cut und Powercon durchlinken und das war's. Also für mich reizt das einfach nicht. Licht, werden einige wissen, ich hab mit Licht erst angefangen. Also Licht war mein erstes Gewerk, weil ich dachte, oh, alles blinkt und bunt und geil. Bis ich gemerkt habe, irgendwie ist Ton einfach geiler. Punkt. Also Ton macht mehr Spaß. Ich habe einfach in einer großen Halle ein Empfänger die Gewalt über so 100 kW an Leistung, die einfach mal ins Gesicht klatschen, so, weißt du, und ich bereichere dem Publikum, die hier gerade sind, den Sound, und einfach für mich ein viel cooleres Gefühl und viel, viel schönere Arbeit, als wenn ich jetzt praktisch Licht drücken würde, was jetzt nicht heißt, dass die anderen Gewerke runtergedrückt werden, aber ich habe mich für Ton entschieden, weil es mir am besten gefällt. Fertig. Was hältst du von 10er, was? 10 Automat? Sweet, sweet smile every day. Was hältst du von 10 Automation im Musical? Machst du das? Welche Parameter würdest du automatisieren? Ich mache derzeit nur Input, Level, Pan und FX. Nächste Frage. Nein. bei mir ist, ich habe schon viel Musical gemacht und viel Theater, bei mir ist es unterschiedlich. Ich habe teilweise Shows mit 48 Kanälen, also 48 Ins, 20 Outs, komplett ohne Szenen gefahren. Mit 18 Funkstrecken und Band und Chor. Ich komplett ohne Szenen. Alles komplett live nach Skript. Alles genau angeguckt und immer live reagiert. Weil gerade wenn du mit Kindern arbeitest, kannst du teilweise natürlich automatisieren, weil sie dir einfach diesen Ablauf nicht raffen und ganz viel dazwischen kommt und sich ganz, ganz viel ändert. Das heißt, du musst ganz viel eingreifen. Wenn du dann wirklich nur auf Szenen gehst, hast du ganz viele Probleme. Denn lieber nachts nicht schlafen, sich das Skript komplett einprägen und dann wirklich live das Ganze rocken.
Wenn es jetzt um Musical geht, was ein bisschen strukturierter ist, was schon ein bisschen länger läuft oder was, wo du mehr Probezeit hast oder einfach Profis am Werk, dann kannst du schon eigentlich schon fast alles automatisieren. Ich würde die EQs nicht automatisieren. Die würde ich immer praktisch ja, global lassen. Ich würde tatsächlich niemals Pegel automatisieren. Also ich bin jemand, wenn er was automatisiert, dann wirklich nur Mutes, also wirklich nur Stummschaltungen. Ich würde keine Pegel automatisieren. Die würde ich immer live behalten. Lieber dann auf Gruppen packen, dass du wenig Griffe machen musst, aber ich würde mir die Pegel immer so halten. Weil wenn irgendjemand mit dem Headset irgendwo mal vorrennt, du machst die nächste Szene und der Pegel geht hoch, hast du sofort einen Kopf und die Ohren sind weg. Wenn du aber live hochmachst, merkst du, oh, jetzt kommt was nach dem Boden. Also bin kein Freund von Szenen, es sei denn, du hast wirklich ein extrem eingespieltes Team und es ist wirklich exakt dasselbe. Ansonsten alles live machen. Ja, wirklich. Ja? Vielleicht raucht dir ein bisschen der Schädel, aber man muss halt ein bisschen mehr Geld verlangen. Und mal ein Bier trinken danach, ein kaltes. So, Leute, die letzten beiden Fragen von Instagram. Jo. Kommt mal was zur SQ-Serie, was hältst du generell davon? Generell davon, SQ-Serie finde ich sehr toll und es wird vielleicht was kommen, ja. Sicher ist es nicht, aber ich plane es. Das ist schön. Ja. Nächste Frage. Hallo, mich würde es interessieren, welche Preis-Leistungs-PA du empfehlen kannst, da ja für die meisten Voice-Akustik außer Frage steht. Ja. Generell mag ich es nicht, wenn mich jemand an der Anlage fragt und keinen Bezug zu irgendwelchem Budget hat, was in dem Fall jetzt zu ignorieren ist, weil es ja allgemein um Preis-Leistung geht. Aber ich sage es nur für die Zukunft, wenn jemand mich nach einer Anlage fragt, gibt gleich ein Budget mit an. In dem Fall ist es aber so, Preis-Leistung, die wirklich gut ist. Preis-Leistung ist bei Voice verdammt gut, aber ist halt auch High-End-Material, deswegen kostet es dementsprechend auch verdammt viel. Einige werden vielleicht ein bisschen jetzt den hier machen, aber tatsächlich, wenn ihr Kunden habt, die nicht darauf gucken, was ihr für eine Anlage habt, keine Ahnung, ihr macht jetzt nur DJing und so weiter, dann ist The Box Pro Achat tatsächlich verwendbar. Teilweise hat Jobs Audio auch ein paar Konfigurationen dafür gemacht oder praktisch ein paar Hacks, damit die Boxen sogar noch besser werden. Das kann man sich für den Preis wirklich geben. Aber wenn ich jetzt so auf bekannte Marken gehen soll, fällt mir nichts ein. Ich würde HK nicht nehmen. Doch! Doch, ich habe eine Firma. Das ist schön. Ja, Firma Preis-Leistung, die wirklich, wirklich gut ist. Wirklich. Also ich meine, die sind nicht ganz so durchdacht, da haben wir so eine coole Flugmechaniken und so weiter, aber die kann man definitiv verwenden, weil die gut klingen und viel Pegel raushauen. Das ist Nova und KME. Das Zeug ist wirklich brauchbar und für den Preis echt, echt gut. Das, ja. Das sind Nico. Ey, vielen Dank, dass du dabei warst und so toll die Fragen für mich vorgelesen hast. Ja, ich bin so stolz darauf. Ja. Ja, so, oh, wieder immer Bock drauf hast. Echt. Echt. Im Ernst, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, gebt mir ehrlicherweise einen Daumen runter. Abonnieren nicht vergessen und locker einschalten, damit nichts mehr verpasst. Ist ja mittlerweile wichtig, weil YouTube ist ja jetzt dumm und macht ja viele Videos nicht in die Aberbox rein, was echt blöd ist. Deswegen. Bing, bing. Drückt aufs Glöckchen. Wenn ihr auch eine Frage habt, einfach Hashtag FragNico unter dieses Video posten und dann werde ich beim nächsten Video rausfischen. Sag nichts aber, wenn die Fragen nicht beantwortet werden. Wir können halt nicht jedes Video hier eine halbe Stunde machen, das funktioniert nicht. Aber ich hoffe, dass wir die meisten zufriedenstellen konnten. Ja, genau. Ich habe teilweise echt ein bisschen Sprachfehler. Ja, mal gucken, vielleicht kommt das nächste FragNico auch nicht erst in 4 Monaten. Es wurde mal wieder Zeit. Ja. Dennoch vielen Dank, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss! Mach bitte lächeln, Nico! Ich, guck mal, ich hab schon Mikro. Ist zu windig, ich muss so umbauen. Ja, schön improvisierte Mikrohaltung. Ja, ist super sexy. Bin ich auch. Das ist Serie! Dusch! Ey!